wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, allen, denen ich das noch nicht persönlich gesagt habe. Und ich möchte heute über ein Thema sprechen, wofür ich übertrieben gesagt 23 unterschiedliche Titel habe. Man könnte es so ausdrücken, so als ein Appell, als ein Wunsch: Setz auf das richtige Pferd. Und am Ende der Predigt werdet ihr verstehen, was ich damit meine. Genau. Ich möchte mal von mir anfangen. Wie gehe ich mit Unsicherheit um? Ihr kennt bestimmt auch Situationen, in die man sich hineinbewegt, wo man keine Ahnung hat, was auf einen zukommt. Ganz praktische Situation ist für mich immer wieder in meinem Leben mal gewesen: Ich komme in eine neue Gruppe rein. Sei es Schule, sei es auch in meinem Kontext als Pastor, komme ich immer wieder in unterschiedliche Kreise rein und muss irgendwie gucken, okay, was kommt da jetzt auf mich zu? Ja, in manchen Gruppen bin ich dann vielleicht nur einmal, in manchen Gruppen oder Gremien bin ich dann für längere Zeit. Aber es gibt immer ein erstes Mal, ja, wo man sich mit dieser Tatsache konfrontiert sieht: So, da gehe ich jetzt rein und was erwartet mich da? Kenne ich das? Habe ich das schon mal erlebt? Genau. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht persönlich, jeder Einzelne. Ich glaube, dass wir da auch alle sehr unterschiedlich sind. Aber ich bin da so jemand, ich platze nicht mit der Tür direkt ins Haus hinein, sondern ich gucke erstmal. So, abtasten. Ja. Was geht hier? Welche geschriebenen und ungeschriebenen Regeln gibt es hier? Wo sind die Fettnäpfchen, in die ich reintreten kann? Wie kann ich hier mitspielen? Das ist eigentlich eher so der Gedanke damit, den ich da auch mit verbinde. Weil wenn ich schon irgendwo bin, dann will ich ja auch irgendwie mitspielen. Es sei denn, es ist so völlig unwichtig. Ja? Und dann suche ich meine Spielfläche. Und dazu taste ich mich erstmal ab und bin da eigentlich eher zurückhaltend und vorsichtig erstmal. Ja? Bis ich das Gefühl habe, so jetzt weiß ich, wo ich stehe und wo ich meinen Ball aufschlagen kann. Könnt ihr mal für euch überlegen, wie ihr damit umgeht, mit solchen Situationen. Fakt ist, wir leben aber auch in einer Zeit, die diesen Faktor Unsicherheit mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob ihr das für euch so wahrnehmt, ob ihr darüber nachdenkt. Ich denke viel über die Zeit nach, in der wir uns so gerade bewegen. Und es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass man, wenn man Leiter ist, sich Gedanken machen muss über Dinge, die eigentlich erst im Dreivierteljahr eine Rolle spielen. Ja. Und ich nehme diese Zeit wahr als eine gewisse Unsicherheit, weil keiner von uns weiß, was in einem Dreivierteljahr ist. Ja, und viele machen sich auch aus Jobgründen, so wie entwickelt sich Berufsleben, die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten werden, wie entwickelt sich das weiter, wie entwickelt sich Gemeindeleben weiter, wie kann ich in einem Dreivierteljahr bei Aldi einkaufen gehen. Ich will es jetzt gar nicht zu düster malen, aber es gibt so Fragen, die bewegen einen manchmal, ja. Wie wird der Herbst aussehen, der jetzt auf uns zukommt? So Geschichten. Und ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt, so eine Situation bringt auch einen gewissen Stress mit und unterschiedliche Menschen gehen da auf eine unterschiedliche Art und Weise mit um. Und was passieren kann und was ich teilweise auch bei Leuten merke, ist, dass manchmal diese Vorsicht so im Vordergrund steht, was bestimmte Planungen angeht. Und damit meine ich jetzt nicht die Vorsicht im Hinblick auf die Regeln und so weiter, da spreche ich jetzt nicht drüber, sondern so eine Lebensvorsicht. Ja? Was kann ich wagen in meinem Leben? Ne? Was geht nicht? Da ist eine gewisse Zurückhaltung da, die über das hinausgeht, was an Abstandsregeln gegeben ist. Ja? Und wo auch da eine gewisse Vorsicht angesagt ist. Und ich glaube, dass uns das auf Dauer nicht gut tut, dass wir da vorsichtig sein müssen. Dass wir innerlich darauf achten sollten, irgendwie unsere Lebensgeister, ich nenne das mal so ganz ordinär, also meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, sondern so ganz normal. Ja? Also wir müssen auf unsere Lebenskraft achten. Wie sind wir unterwegs? Ja? Und darüber möchte ich sprechen. Und ich hoffe, dass ich mit dem, was ich da gefunden habe in der Bibel, dass sich damit eine gewisse Perspektive verbindet. Weil Gott, und das ist immer noch das Ding, Gott ist jemand, der ist nicht vorsichtig.
auf eine negative Art und Weise. Der steckt nicht in einer Lähmung drin, sondern Gott ist ziemlich lebendig. Ja? Der findet so Sachen wie Rücksicht und Nächstenliebe und deswegen auch aufeinander achten und so findet der super gut. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Aber Gott ist voller Leben, trotz alledem. Ja? Und der hat eine Menge Ideen für dich, für mich, für uns als Gemeinde, für uns als Gesellschaft. Ja? Das ist auch eine spannende Frage, die mich manchmal bewegt. Wie kriegt man das hin, wenn man Politiker ist, eine Gesellschaft in so einer Situation zu leiten? Und an der Stelle mal völlig parteiungebunden, und das meine ich voll ernst, ich bin parteilich nicht wirklich gebunden, ich glaube, wir sollten echt beten für unsere Politiker. Es lässt sich leicht schimpfen auf die Politiker, aber die haben den miesesten Job in dieser ganzen Geschichte. Weil sie am Ende für die Entscheidung für uns als Gesellschaft verantwortlich sind und oftmals überhaupt nicht alle Fakten zusammen haben. Ja, man kann nicht alles absehen. Es gibt so viele Kräfte, die in unserem Land und in jedem Land auf der Welt am Wirken und am Mitgestalten und am Mitleiten sind. Und deswegen ist es total wichtig, an der Stelle einfach für die Politiker zu beten, damit die Weisheit haben und wirklich auch Orientierung reinbringen können in die ganze Geschichte. So, die Bibel. Was sagt die Bibel dazu? Ich möchte eine Bibelstelle lesen aus dem Buch Jesaja. Das befindet sich im Alten Testament. Wenn ich mich nicht irre, funktioniert es bei den meisten Bibeln so, wenn man die einfach in der Mitte aufschlägt, landet man ungefähr bei Jesaja. Manche sogar direkt bei Kapitel 53. So, also wer das mal ausprobieren möchte. Und da das Kapitel 43. Ja? Und da möchte ich über die Verse 1 und 2 etwas sagen. Und diese nicht Geschichte, sondern dieser Text, den ich da gleich kurz anlesen werde, spielt sich ab in einer Situation, wo Israel Stress hat mit Gott und Gott hat Stress mit Israel. Und weil die Israeliten alles Mögliche gemacht haben, nur nicht das, was gut gewesen wäre für sie oder auch aus Gottes Sicht, deswegen befinden sie sich nicht mehr in ihrem verheißenen Land, sondern sind verstreut, haben Angst davor, auch ihre Identität zu verlieren und befinden sich sozusagen in Gefangenschaft. Und in diese Situation hinein spricht Gott durch den Propheten Jesaja Folgendes. Jesaja 43, Vers 1. Ich lese nach der Hoffnung für alle Übersetzung, die revidierte Hoffnung für alle Übersetzung. Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat, hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Für manche gehört diese Bibelstelle wahrscheinlich zum festen Repertoire, weil die einfach schön ist. Ja, die gehört so in die Kategorie schön und mutmachend. Ja. Hab keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Was da drin steckt, ist Folgendes. Israel ist gewollt. Obwohl dieses Volk immer wieder einen Haufen Mist veranstaltet und alles Mögliche macht, nur nicht das, was Gott will. Ja, wir kennen das aus der Kindererziehung, wir kennen das aus unserer eigenen Jugend und Kindheit. Ich habe auch oft das gemacht, ab meinem 10. Lebensjahr, was meine Eltern nicht wollten. Das war Teil meiner Identifizierung, ja, oder Identifikation, dass ich etwas mache, was meine Eltern nicht machen oder nicht gut finden. Auch so kann man sich irgendwie eine Identität geben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Israeliten eine geistliche Pubertät hatten. Sie haben einfach Dinge gemacht, die mit Gottes Willen nicht übereingestimmt haben. Ja? Und jetzt spricht dieser Gott wie ein liebender Vater, und nicht nur wie, er ist ein liebender Vater, spricht zu seinem Volk durch diese Prophetie und sagt, ihr seid gewollt. Ich habe euch immer noch nicht verstoßen. Und ich will es auch nicht. Und ich glaube, dass das eine ganz große Gnade ist, zu wissen, dass man gewollt ist, trotz aller Fehler und Schwächen, die man hat. Ja, ist auch für uns wichtig. Für das Volk Israel war das damals wichtig, deswegen hat Gott das durch den Propheten Jesaja weitergegeben. Aber es ist auch für uns wichtig, gewollt zu sein, trotz aller Fehler und Schwächen. Ja, und hier geht es um Identität. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir.
Es gehört zu dieser Identitätsbildung oder zu diesem Wissen um die eigene Identität, gehört es dazu, dass wir einen Namen haben, dass Menschen uns bei unserem Namen rufen und wir wissen, wo wir herkommen, wo es hingeht und zu wem wir gehören. Es hat was mit Identität zu tun. Und genau in diese Kerbe hinein spricht Gott: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das hat was mit persönlicher Ansprache zu tun, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Genau du bist gemeint. Ich meine nicht irgendwen, sondern ich meine genau dich. Und ich glaube, dass diese Ansprache von Gott hier an Israel, dass die auch jedem von uns gilt. Lässt sich auch neutestamentlich belegen, aber in Jesus gilt diese Ansprache auch uns. Ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und es gibt ein neutestamentliches Modell, ich nenne es mal so, dieses Modell hat uns das komplett vorgelebt, was das bedeutet, zu wissen, dass man gewollt ist und dass man eine ganz klare Identität hat und aus dieser Identität heraus lebt. Und das ist Jesus. Und Jesus hat das in einer Situation gelebt, wo durchaus nicht alle für ihn waren. Aber weil er wusste, dass er von Gott gewollt ist, weil er wusste, dass er auch von Gott her seine Identität hat, deswegen hatte er dieses Standing in seinem Leben und konnte sagen: Ich tue den Willen des Vaters und lasse mich nicht bestimmen von dem, was andere von mir wollen. Ja, was man nicht als Dickköpfigkeit menschlich missbrauchen darf, ja, sondern er hatte seine Identität in Gott, seine Verwurzelung und hat aus dieser Identität heraus sein Leben gelebt. Und weil er wusste, dass er gewollt war und dass er eine ganz bestimmte Identität von Gott hat, konnte er auch ein Hoffnungsschimmer für andere Menschen sein, ja, ein Hoffnungsanker für andere Menschen. Genau deswegen wäre er so mir nichts, dir nichts und ich weiß nicht, wer ich bin, durchs Leben gelaufen, dann hätte er das überhaupt nicht machen können. Aber weil er von Gott her seine Identität hat, wusste er, wer er ist. Und andere konnten das auch kennenlernen und deswegen sind sie ihm nachgefolgt. Ja, das ist ganz entscheidend. Wir haben das eben in diesem Lied gesungen. Ich weiß, wer ich bin. Ja, das ist kein Lied für eine Selbsthilfegruppe, sondern da geht es einfach darum, einfach mal von Gott her zu wissen: Hey, danke, dass ich ein Kind Gottes sein darf. Und dass das so ist, auch wenn ich Mist gebaut habe, aber immer wieder komme ich zu Gott zurück und lasse mich von ihm verändern. Und ich glaube, dass diese Gedanken, die ich gerade genannt habe, wichtig für uns jetzt sind. Ich glaube, dass es wichtig für uns und für viele Menschen in unserem Umfeld ist, dass wir wissen, dass wir gewollt sind. Ja? Weil diese Unsicherheit, die da teilweise so gesellschaftlich rumwabert in der ganzen Situation, wie lange dauert es noch? Wir wissen nicht, wie sich das wirtschaftlich entwickelt. Und all die ganzen Fragen, ja, die uns bewegen und an die wir nicht denken wollen, da ist es wichtig zu wissen: Ich bin von Gott gewollt. Und weil ich von Gott gewollt bin, werde ich nicht in die Irre laufen. Da werden mir Fehler passieren und was weiß ich, und ich werde mal schlechte Stimmungen haben und all diese ganzen Geschichten, die so zum Menschsein dazugehören. Aber ich weiß, ich bin von Gott gewollt und deswegen kann ich mit Gott durch Situationen wie diese hindurchlaufen, und es muss sich gar nicht auf diese aktuelle Geschichte beziehen, von der ich jetzt gerade geredet habe. Es können ganz persönliche Sachen sein, die uns stressen, die uns runterziehen, die uns entmutigen, die uns verunsichern, wo wir desorientiert sind. Ja, auf all das kann sich das beziehen, aber zu wissen, dass ich gewollt bin, das ist entscheidend. Ja. Du bist gewollt von Gott und wenn wir wissen, was wir für eine Identität haben, dann sind wir gefeit vor Verschwörungstheorien, vor Ängsten oder irgendwelchen anderen Situationen, die aus Stress heraus entstehen. Und wenn wir uns unserer Identität sicher sind, dann können wir auch ein Fels in der Brandung für andere sein. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da müssen wir uns noch nicht mal auf die Straße stellen und laut rufen und Evangelium verkünden, sondern Leute merken, ob man selber wirklich verwurzelt ist in dem, wovon man überzeugt ist. Und wenn Jesus unser Fundament ist und wir wissen, wir sind von ihm gewollt und wir können mit ihm durch dick und dünn gehen, weil er durch dick und dünn gegangen ist, weil er es genauso gelebt hat und vorgelebt hat, ja, dann werden das andere merken und an der einen oder anderen Stelle nachfragen:
wie gehst du damit um? Ja? Oder irgendwelche Gespräche werden sich ergeben. Das ist total wichtig für uns. An der Stelle können wir auch ein Zeugnis für andere sein. Der zweite Vers, der jetzt hier kommt, oder Vers 2 bis 3 knapp, lautet wie folgt. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, bin ich bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen, denn ich, der Herr, bin dein Gott, der Heilige Israels. Ich bin dein Retter. So schön dieser Vers klingt, und ich mag ihn, aber in diesem Vers steckt eine leicht zu überlesende, harte Realität drin. Und die harte Realität ist, wenn es passiert. Hier steht nicht drin, dass Gott uns davor bewahren wird, dass es passiert. Sondern hier steht drin, dass Gott uns in der Situation bewahren wird, weil es passiert und wenn es passiert. Ganz entscheidend. Christsein bedeutet nicht, dass wir von dieser Welt erlöst sind und mit all dem, was damit zusammenhängt. Calvin hat das mal so ausgedrückt, ich habe das leider nur als englisches Zitat hier vorliegen, ich übersetze es mal schnell. Gott hat uns nicht erlöst, damit wir alle möglichen Genüsse und Luxussachen genießen, sondern damit wir dafür vorbereitet sind, um all das Böse dieser Welt zu ertragen. So hat Calvin das ausgedrückt. Ja? 16. Jahrhundert. Um es mit meinen Worten auszudrücken, die Bibel, ich habe hier geschrieben, verbeißt, aber es soll verheißt heißen. Die Bibel verheißt uns kein problemfreies Leben. Wenn man die Bibel mal gelesen hat, dann merkt man das. Ja, die Bibel verheißt uns kein problemfreies Leben in dieser Welt, sondern ein problemfreies Leben in der Ewigkeit. Was die Bibel uns aber verheißt, ist Bewahrung in problematischen Zeiten. Ja? Gott will uns bewahren. Gott will uns durchbringen durch problematische Zeiten, weil das ist ein Kennzeichen dieser vergänglichen Welt, dass es Probleme gibt, dass nicht alles easy peasy ist, dass Menschen miteinander Probleme haben, dass die natürliche Schöpfung Probleme hat, ja, dass Mächtige dieser Welt nicht die Dinge tun, die gut sind für andere Menschen, sondern sich wie eine Axt im Walde benehmen. Ja, all das sind Probleme dieser Welt, die wir, glaube ich, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, auch nicht einfach weggebetet kriegen. Sondern wo es darum geht, dass in den Situationen, wo man drin ist, wir beten, dass Gott uns hilft, das mitzugestalten. Ja? Warum komme ich da drauf? Weil Jesus es vorgelebt hat. Wenn Jesus das Modell ist, dem wir nachfolgen sollen, dann müssen wir gucken, wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat nie einfach nur gebetet, dass Gott einfach nur irgendwelche Sachen einfach nicht zulässt, sondern Gott ist reingegangen in diese Welt mit all ihren Problemen, hat selber Dinge ertragen, völlig ungerecht, abgelehnt, bespuckt, gefoltert, gekreuzigt, all das, er hat es getragen, aber auch vor der Ostergeschichte hat er manches erlebt, was überhaupt nicht gerecht war. Ja? Aber er ist ganz bewusst in diese Sachen reingegangen, der hat die gesucht. Der ist deswegen Mensch geworden. Der ist deswegen als Christus, als Christ in diese Welt gekommen. Um dieses kleine Wortspiel mal zu benutzen. Ja? Um den Problemen dieser Welt zu begegnen, um ihnen nicht auszuweichen, sondern um Gottes Gedanken da reinzubringen und dem Unrecht dieser Welt entgegenzusetzen. Ich glaube, dass wir gucken müssen, wie wir beten, was unsere Hoffnung ist und worauf wir an der Stelle unser Pferd setzen. Das Wichtigste, wenn es um Verheißung von Bewahrung geht, ist nicht, dass es in erster Linie um unsere Gesundheit geht, um unser Portemonnaie, um unseren Ruf oder sonst irgendwas. Das ist nicht das Wichtigste, sondern es geht um unsere ewige Beziehung mit Gott.
Das ist das Allerwichtigste, was bewahrt werden muss. Das ist das, was in Ewigkeit zählt. Alles andere vergeht. Ich wünsche jedem einen guten Ruf, ein volles Portemonnaie, was habe ich gesagt, Gesundheit. Ja? Also ich habe auf die ganzen Dinge negativ gesehen auch keinen Bock. Ja, geht mir genauso. Aber auf der anderen Seite weiß ich, es geht um mehr. Es geht um was viel Höheres, um ein viel höheres Gut, nämlich um unsere Beziehung zu Gott, hinter der alles andere zurückstehen darf, weil sie für die Ewigkeit geschaffen ist. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. Und trotzdem will Gott in Situationen eingreifen und auch helfen. Ja? Aber um es anders auszudrücken, und da benutze ich nochmal Calvin, Jesus ist nicht für uns am Kreuz gestorben, damit wir es einfach haben. Sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, auferstand von den Toten, hat seinen Heiligen Geist gesandt und uns berufen, damit wir ihm nachfolgen in dem, was er getan hat. Und als Lichter, als Hoffnungspunkte durch Zeiten wie diese hindurchgehen und anderen Menschen Orientierung geben. Weil es mehr gibt als Corona. Weil Gott größer ist als Corona und irgendwelche Abstandsregeln. Weil Gott bei all dem Leid, was manchmal so sinnlos ist, weil Gott trotzdem in allem der Hoffnungspunkt ist und die Erlösung. Und Jesus hat es uns an der Stelle vorgemacht. Und ich bin bei diesen Gedanken bin ich gestoßen über Römer 8, Vers 31 bis 39. Und ich lese einfach mal nur den Schluss vor, wo drin, oder ein Auszug aus dem Teil, aus dem Satz: Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann später: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und wenn es irgendein Gut gibt, was um Himmels Willen bewahrt werden muss, dann sind es nicht vergängliche irdische Güter, sondern unsere Liebesbeziehung zu Gott. Weil das zählt für die Ewigkeit. Warum ist das so, alles so wichtig für uns? Warum betone ich das? Und man könnte da jetzt noch mehr draus machen, aber ich glaube, dass es für uns wichtig ist, uns innerlich richtig zu positionieren in den Zeiten, in denen wir leben. Und da nehme ich Corona mal nur als Beispiel. Es gab in anderen Gegenden der Welt, auch in der Vergangenheit, noch viel größere Katastrophen als das, was wir gerade in unserem Land erleben. Ja? Es erwischt uns trotzdem. Und ich glaube, dass auch wenn wir nicht die höchsten Krankheitszahlen haben, dass es uns unter Umständen auf einem anderen Fuß treffen wird. Was mir Gedanken macht, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ist einmal die Frage, wie entwickelt sich die Wirtschaft mit all den Folgeerscheinungen, die es dann danach gibt. Und da bin ich kein Experte, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Da muss man letzten Endes mal abwarten. Aber das ist eine Sache, wo ich für mich die Frage stelle: Huch, ich bin mal gespannt. Ne? Und das andere sind die ganzen psychosozialen Folgen, wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen mit sich selber umgehen. All die Sachen. Ja? Wir sehen jetzt schon Anzeichen davon, was für ein Druck teilweise im Kessel ist. Das kriegt man jetzt schon teilweise mit. Und insofern ist es für uns total wichtig, uns mit Gott zusammen sauber und gesund zu positionieren, dass wir das klar haben. Warum sind wir hier? Warum gibt es uns? Warum gibt es uns als Gemeinde? Damit wir uns aus der bösen Welt mit all ihren Abstandsregeln hierher flüchten und eine gute Zeit haben? Ja, auch. Aber nicht nur. Sondern damit wir von Gott gestärkt werden, uns Jesus zum Vorbild nehmen und wirklich Lichter der Hoffnung in unserer Gesellschaft sind und genau wissen: Deine Meckerei über die Abstandsregeln bringen hier überhaupt nichts, sondern bring Hoffnung in diese Welt. Bring Hoffnung in diese Welt, weil Jesus ist nicht an Abstandsregeln gebunden. Jesus ist von den Toten auferstanden. Hallo? Ja, also da geht mehr. Gott ist größer in dem Ganzen. Und das ist der Punkt, wo ich einfach uns ermutigen möchte,
mit Jesus zusammen Position zu beziehen, weil es Menschen braucht, die wissen, wer sie sind. Die braucht es in unserer Gesellschaft. Und an der Stelle nochmal die abschließende Frage, auf welches Pferd setzen wir? Was ist unser Schwerpunkt in unserem Leben? Worüber wir uns nicht immer so ganz bewusst Gedanken machen, wir merken es manchmal erst, wenn wir an unsere Grenzen kommen. Ja, erst dann fangen wir an, darüber nachzudenken, dass wir eventuell auch teilweise aufs falsche Pferd gesetzt haben. Und da ist mir dieser Spruch vom Pferderennen eingefallen. Gehört zu meinen Jugendsünden, dass ich früher als Jugendlicher teilweise Pferderennen besucht habe. Ich konnte da fast nichts für. Auf welches Pferd setzt man? Ja? Und da gibt es unterschiedliche Pferde. Und ich gebe einfach nur mal 2, 3 Beispiele. Das eine Pferd kann sein Kontrolle. Ich habe alles selber in der Hand. Ich weiß, wie es geht. Flöte piepen. Gerade so eine Situation wie diese, die wir gerade haben, wirbelt eine Menge durcheinander, wo man merkt, nein, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Ja? Bringt mich das ins Nachdenken? Also das kann auch mir als Christ passieren, dafür muss ich kein Atheist sein oder sonst irgendwie. Ja? Bringt mich das zum Nachdenken? Oder setze ich auf das Pferd, Hauptsache mir geht es gut. Ja, so ein Rundum-Kuschelpaket. Mit Gott auch oder auch ohne. Ja? Das kann man esoterisch verpacken, kann man christlich verpacken, kann man auf viele Arten und Weisen verpacken, dieses Kuschelpaket. Aber eigentlich steckt ein Kuschelpaket drin. So. Und da ist das falsche Pferd. Ja? Ist es mir das Wichtigste, dass es mir einfach gut geht? Fertig. Und dann merken wir, ich habe das nicht in der Hand. Ich kriege das gerade so nicht hin. Ja? Mein Standard ist in Gefahr. Gäbe noch mehr. Lasst euch was einfallen, welche Pferde es da noch alle so gibt, die durch die Gegend rennen. Und die Frage ist, welches Pferd ist das Richtige? Und ich glaube, ich würde es mal so bezeichnen, wissen, wer man ist in Gott, damit sind wir in der richtigen Richtung unterwegs. Wenn wir wissen, wer wir sind in Gott, dass wir gewollt sind, dass wir seine Kinder sind, zu welchen Zeiten auch immer, und dass wir dazu gerufen sind, vor den Problemen dieser Welt nicht wegzurennen, sondern sie zu umarmen. Ich habe überlegt, ob ich das so ausdrücke, aber ich sage es so. Ja? Ich renne auch gerne weg vor Problemen, ich habe keinen Bock darauf, ganz ehrlich. Aber es hilft nicht. Ja? Und dann lieber die Probleme umarmen, weil das hat Jesus gemacht, genau deswegen ist er gekommen. Und das ist aber unsere Entscheidung, wo wir dafür beten können, dass Gott uns hilft, diese Entscheidung zu treffen, damit dann seine Hoffnung und seine Liebe und seine Erlösung in desolate Situationen hineinkommen, in unserem Lebensalltag. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, auf das richtige Pferd zu setzen. Und ein so ein Pferd wird in Offenbarung Kapitel 19, Vers 11 beschrieben. Da steht, nun sah ich, dass der Himmel geöffnet war und auf einmal erschien ein weißes Pferd, auf dem jemand saß. Der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige und er kommt als gerechter Richter und führt einen gerechten Krieg. Und die Rede ist hier von Jesus, der von den Toten auferstanden ist, der aber schon zu seinen Lebzeiten gegen Hoffnungslosigkeit und Ungerechtigkeit gekämpft hat, mit allem, was ihm zur Verfügung stand, mit allen göttlichen Mitteln. Und jetzt kämpft er vom Himmel aus gegen diese Geschichten, damit einfach seine Gnade, seine Hoffnung hier in dieser Welt zum Tragen kommen. Und das macht er auch durch unsere Gebete, durch unsere Hoffnung, durch unseren Glauben, durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unsere Taten. Und ich fühle mich da selber herausgefordert und auf den Pott gesetzt. Ja? Also ich predige zu mir selber. Aber das ist genau das Pferd, auf das wir setzen sollten. Und ich möchte uns einladen, unsere Hoffnung auf dieses Pferd zu setzen. So wie Jesus es vorgelebt hat, mit den richtigen Werten. Und wir können Jesus einfach einladen in unser Herz und da, wo wir irgendwie auf dem falschen Pferd gesessen haben, ja, dass wir einfach da umsatteln und etwas verändern. Und dafür möchte ich jetzt am Schluss beten. Vater, ich danke dir, dass du zu uns in die Welt gekommen bist durch deinen Sohn Jesus Christus, um uns eine Tür aufzumachen, wo Hoffnung ohne Ende zu uns durchströmt.
Danke dafür, Herr, dass du mit deiner Hoffnung in eine Welt hineinkommst, in der es so viele Fragen, so viele Zweifel, so viele Unsicherheiten gibt, auch in unserem Land, was so technisch, materiell so aufgerüstet ist. Aber auch da merken wir das. Und ich bete, dass deine Gnade in unser Leben hineinfließt. Und wo wir auf das falsche Pferd gesetzt haben, da beten wir, vergib uns und sortier unser Herz, richte uns aus, dass wir auf das richtige Pferd setzen. Danke, Herr, dass du hier bist mit deiner Kraft und uns zu deinen Nachfolgern machst.